Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu Rust. Ja, es ist Samstagnacht, beziehungsweise Freitag, die Nacht von Freitag auf Samstag. Wollt ihr eigentlich Freitagabend noch ein bisschen gezockt haben? Kam ich leider nicht zu. Hab mega lang gedacht. Da ich nicht schlafen konnte, komm, log dich nochmal ein. Gehst nochmal eine Runde Sofo-Farm auf der Insel, guckst mal, was noch so los ist. Ja. Ihr seht, da ist mal eine Base. Und hier ist das Ding. Ja, hier war nur eine Strohwand. Keine Ahnung, Leute. Schon wieder so ein komisches Ding in hier. Angefangen, nicht weitergebaut. Was weiß ich. Hier sollte wohl ein Hochofen rein. Ja, wie gesagt, ich hätte sonst ohne Aufnahme ein bisschen gespielt. Wo ist er hin? Da habe ich mir gedacht, zeige ich euch mal. Und wir gucken mal, was sonst noch so passiert ist hier auf Insel. Wie gesagt, ein Typ lacht da auch wieder nicht. Immer da vorne noch den Sulfurstein mit, dann gehe ich kurz hoch, hole ein bisschen. Aber ich schlage da noch ein bisschen Holz, baue einen Bauschrank, baue da einen Bauschrank ein. Und dann ist das Thema durch. Ja, keine Ahnung. Also genauso ein kurioses Ding wie. Base am Strand auch. Keine Ahnung. Ob da hier einer trollen will oder was, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht erklären. Vor allem, da wie das auch nur eine Strohwand war. Hätte ja wenigstens auch noch aus Stein machen können. Dann hätte ich ja wenigstens die Holztür raiden müssen. Ich weiß es nicht. Denke auch nicht mehr drüber nach. Brauche schon mal einen Bauschrank. Die auch noch mit dir. Noch den Sulfurstein nach vorne mit, dann können wir nämlich Sulfur kurz in den Öfen hauen. Ja, ich habe vorhin dann noch zwei Rockets gecraftet. Habe auch schon noch 20 Explosive liegen. Für nochmal zwei, eine. Oder waren es zwei? Zwei, ne? Muss ich gerne mal gucken. Ich meine 10 Explosive, eine. Zack. Da haben wir nämlich 2000 fast. Ich könnte die Base natürlich da jetzt auch nehmen. Und mir dann einen Hochofen reinsetzen. Aber ich brenne ja eigentlich fast nur noch ausschließlich. Das lohnt also. Ich brauche auch Kohle. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, was derjenige sich dabei gedacht hat bei der Base. Verstehe das auch nicht immer, dass da kein Bauschrank ist. Trollt uns doch nur einer, oder was? So, ja, müssen wir auch ein bisschen was mitnehmen. Ja gut, wir haben ein bisschen High-Quality-Metall hat er uns gebracht. Ein bisschen Sofa lag da ja auch noch drinne. Wollen uns nicht beschweren, ne?
Ja, also vorhin, wo ich online war, ich war so um 11, da waren hier noch so 35 Leute drauf. Jetzt nicht die Menge. Aber wie gesagt, Solo-Spieler halt. Da ist das schon noch in Ordnung. Ihr seht, 20 Explosive haben wir noch. Hier. Ihr seht, 6 Raketen haben wir. Hier ist eine drinne. Also 7 insgesamt. Können wir mal eben gucken. Ja, waren 10 Sprengstoff, bisschen Cheesepulver. Also brauchen wir jetzt nur noch 2 Rohre und können wir nochmal 2 machen. Also 4 Rohre natürlich. Ja, die Steine nehme ich mit. Ihr seht, geht recht flott. Ich werde dann gleich nochmal da hinten hingehen, ein bisschen looten. Vielleicht gehen wir auch nochmal zum Airfield. Aktuell sind noch 15 Leute drauf. Deswegen wollte ich das eigentlich ohne Aufnahme machen hier. Aber jetzt nehme ich euch nochmal mit beim Inselrundgang. Haben wir zwar vorhin erst gemacht. Aber das ist ja auch schon 12 Stunden her. Zack. Ja, wie ihr seht, ich habe das Dach fertig gemacht. Jetzt nicht so schön, weil ich hätte da ein paar Dächer weglassen können. So, ich hätte mal einen Hammer mitnehmen sollen. Ja, keine Ahnung, hier so halb fertig. Ja, ihr seht ja, hier ist auch noch Strohdecke. Wie gesagt, hier war nur eine Strohwand. Fragt mich bitte nicht, Leute. Ja, wie gesagt, ich könnte die Base natürlich übernehmen. Die Tür könnte ich rausbrennen. Aber wie gesagt, ich gehe nicht davon aus. Vielleicht noch 2 Tage des Server. Zumach kann ich da nicht mehr rumgehen. Falls wir sie wirklich nehmen sollten. Nee. Meine Base ist ja nicht zu übersehen, also er wusste ja, dass er, wo er sich hier hinbaut. Daran kann es also nicht gelegen haben. Gut. Wahrscheinlich wieder derselbe Typ hier, was der sich hier reingebaut hatte, oder was? Ja, gehen wir mal einmal über die Insel ein bisschen. Gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ich finde noch 1, 2 Sofosteine. Wie immer, Aufnahmen gestartet, es wird dunkel. Wahrscheinlich kommt dann gleich, wenn wieder Tag ist, direkt der Heli. Steine. So, falls hier einer in der Nähe ist, weiß er auch gleich, dass hier noch wer aktiv ist. Aber Bogenzeit ist definitiv vorbei jetzt.
Ja, dann werden wir gleich mal ein Check-up machen, würde ich sagen, von unseren Basen. Denk mal, da hinten auf jeden Fall am Leuchtturm, da werden Sicherheit welche aufgemacht worden sein. Die am Flughafen da wahrscheinlich auch. Wir werden sehen. Checken es dann mal. Ja, wie gesagt, ich will jetzt keine Farm. Und hier, ich nehme wirklich nur die Supersteine mit. Wieder ein Bär oder was? Ja, ich kann euch ja mal ein bisschen erzählen. Ich wollte zwar noch ein Infovideo machen dazu. Wird auch noch eins kommen. Wahrscheinlich auch bevor ihr die Season sehen werdet hier. Muss mal gucken, wie ich es in Zukunft mache mit was. Weil es ist ja nun mal so, dass so ein Server im Moment, wenn man auf so ein Solo oder Solo Duo Trio oder sowas geht, der Server, ja, ich sag mal, 3 bis 5 Tage hält, dann ist er durch. Wie gesagt, hier, der war, glaube ich, Mittwoch, ja, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, also morgen ist Samstag, ist der 4. Tag. Wenn es so weitergeht wie bisher, werden so 30 Spieler aktiv sein. Auf dem Solo-Server ist das noch in Ordnung. Schwer einzuschätzen, wie viel morgen. Kann auch sein, dass hier noch was gewählt wird morgen früh. Und dann hast du nur noch 20 drauf oder was. Schwer zu sagen. Ja, worauf ich hinaus will. Also im Moment noch krank geschrieben, da ich einen Unfall hatte mit einem Motorroller und Schienbein-Kopfbruch hatte. Ich 3 Wochen im Krankenhaus, wird operiert und so weiter. Ich habe jetzt auch nicht groß die Leidensstory erzählen. Geht einfach nur darum, ich denke mal noch mit Reha und sowas. 1 Monat. April will ich noch krankgeschrieben sein und danach geht es dann wieder los. Das heißt Montag bis Freitag bin ich unterwegs. Ich kann also maximal am Wochenende was spielen. Kann ich natürlich nicht so exzessiv spielen. Ihr habt ja die Season 1. Seht ihr ja gerade, oder müsste jetzt auch fast zu Ende sein. Sagen wir es so, wenn ihr geguckt habt, habt ihr die Season 1 gesehen. So ist es halt, wenn ich nicht exzessiv spiele. Weil da habe ich nur 2-3 Stunden am Tag gespielt. Da hatte ich auch extra den Server genommen, weil er nicht gewiped wird. Weil er 4 Wochen halt hält. Weil er halt 4 Wochen hält. Jo, jo, jo. Ich halt somit die Zeit hatte. Und da. Wo
Ruhe spielen. Aber dafür habt ihr natürlich dann wenig Action gehabt, ne? So Raid-Action-mäßig. Wie gesagt, um Raid-Action zu haben, musst du halt gerade am Anfang, so wie ich es jetzt hier auch gemacht habe, durchziehen. Also der wurde ja morgens gewiped, der Server hier bei der Season. 10 Uhr. Ich habe den Tag durchgezogen bis abends um 10. Zwar nicht durchgehend gezockt, sondern nebenbei nur laufen gehabt und gequäftet und so weiter. Natürlich auch das Glück gehabt hier mit dem Platz, dass man ein bisschen ruhiger ist. Und dann am nächsten Morgen früh wach gewesen und da konnte man natürlich jede Menge Flammenwerfer-Raids machen, damit explosive Munition ist auch gut gelaufen. Mal ein bisschen mehr mit hochnehmen. Ja, ist auch gut gelaufen. Dann habe ich auch nochmal durchgezogen den Tag. Ich würde fast behaupten, ich habe hier in dem Spiel fast 15 Stunden nur gecraftet. Hier die ganzen Waffen, Rüstung, das ganze Einschmelzen, das dauert ja alles, ne? Das dauert ja ewig. Und das ist halt dann das Problem, wenn man da nur unter der Woche abends 2 Stunden spielen kann, ist das halt nicht mehr so. Und das andere Problem halt, die Server halten nur 4-5 Tage. Also bringt mir das gar nichts, da groß zu spielen. Gerade. Kann ich also gar nicht anfangen. Ich muss dann also auf dem Server spielen, der länger hält wie 4 Tage unter der Woche. Ganz einfach. Was ich eigentlich sagen will, also es wird so sein. Ich werde mal gucken, vielleicht Season 3 noch, dass ich die vielleicht zum Ende hin noch mache, im April. Hat den gar nicht angemacht, oder was? Dann gehen wir nochmal hoch, ja, oder Mitte. April ist dann zwar wieder nicht mit dem neuesten Update, aber dann könnt ihr nochmal actionreichere Staffel sehen. Muss mal schauen. Wie gesagt, sonst... Ja, weiß ich noch nicht. Muss mir noch ein paar Gedanken zu machen, wie ich es dann mache, genau. Ich würde schon gerne das beibehalten, jeden Tag ein Rust-Teil kommt. Versprechen kann ich es natürlich. Es wird aber auf jeden Fall jeden Tag 7 Days to Die Teil geben. Sobald Alpha 16 rauskommt, wird das so sein. Weil die kann ich abends mal 2 Stunden aufnehmen, das ist alles gar kein Problem. Du bist ja nicht abhängig davon, wie lang ein Server da ist oder wie Spieler da sind. Ganzen Gedöns, wie es nun mal hier ist. Einschmelzen gehen. Ja, wie gesagt, wir werden sehen, wie sich das verhält. Vielleicht wird es auch dann einfach so sein, dass eine Season viel verschiedenen Servern ist. Dass ihr dann nur immer Anfangssequenzen sieht. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ihr werdet das Infovideo wahrscheinlich vorher gesehen haben. Da werde ich dasselbe nochmal erzählen. Wie es dann genau wird, weiß ich halt noch nicht. Gut, wie ihr seht, seht ihr nichts. Es ist Nacht. 20 Minuten haben wir. Bisschen kürzerer Teil. Das Fleisch wieder mitgenommen.
Waren wir jetzt eigentlich gerade schon oben auf dem Dach? Habe ich euch das schon gezeigt? Nee, oder? Ich hole mal eben ein bisschen Brennstoff. Kann ich euch das noch zeigen eben? Ja, allein hier das Brennstoff craften dauert ja ewig. Also glaube ich, das, was am längsten dauert, wenn du da mal so 500 Brennstoff machen willst. So, wie gesagt, ich habe hier noch eine Dachluke drin, dann geht's hoch. So. Ist natürlich alles hohl hier. Was heißt nicht hohl, leer. Hier nochmal eine Tür reingesetzt. Ich werde jetzt hier auch nichts mehr machen, wie gesagt. Das ist halt auch das Ding. Der Server, wenn es gut läuft, 2 Tage noch. Was soll ich jetzt hier noch groß bauen? Ich könnte jetzt hier schön ein bisschen was ausbauen, ein bisschen euch was zeigen. Bett und so einen ganzen Gedöns, Tisch, Stuhl und sowas. Ja, das ist so, sowas könnte ich halt dann auf dem Server machen, der 4 Wochen anhält. Nur da muss er erstmal einen Server finden, der nur Solo-Duo ist und der so lange hält. Ich glaube nicht, dass es einen geben wird. Hier, wie ihr seht, das ganz oben im Dachboden. Ich hatte erst überlegt, ich hatte hier das Netz, was es neu gibt, hier, wo man, dann könnte ich hier hochgehen können und oben auf dem Dach rausgucken können. Aber ich habe dann doch zugemacht. Hier, seht ihr, ist komplett zu. Auch selbst wenn hier einer drauf springen sollte beim Raiden, muss er ein Steindach kaputt machen. Sonst kommt er nicht weiter. Dann seht ihr ja hier, da muss er durch. Um überhaupt erstmal hier hinzukommen. Also das passt schon. Aber wie gesagt, ich gehe nicht mehr davon aus, dass wir hier noch gewählt werden. Kann mich natürlich täuschen, kann natürlich sein, dass hier auch gerade einer irgendwie spart und macht und tut und 20 Raketen hat und dann. Aber selbst dann wird's eng, je nachdem, ob er die Kapots erwischt. Naja, wir werden es ja erleben. Gut. Nacht sollte gleich rum sein. Ja, das können wir eigentlich erstmal weiterlaufen. Ja, jetzt am nächsten Tag. Ich werde nochmal die andere Seite der Insel kurz abchecken. Aber gut, das kann ich euch gleich erzählen. Ich beende erstmal jetzt hier die Folge. Ja, war jetzt nicht so spannend, aber ein paar Infos sehe, diese komische Base da gesehen. Werde ich mal schauen. Ich werde noch die andere Seite abchecken jetzt. Werde ich noch das Sofa gucken, ob da ein Sofa ist. Das hole ich eben fix. Mache ich ohne Aufnahme. Ist kalt. Ja, und dann schauen wir mal. Ich überlege, ob ich gerade mit Waffe, ob wir da mal rübergehen da. Ich denke, wir gehen auch da mit Waffe rüber. Zu unseren anderen Basen da hinten, looten da ein bisschen und gehen dann weiter zum Airfield. Oder wir können auch mal ganz weiter gehen zum Kraftwerk. Können wir eigentlich auch mal machen. Wie gesagt, wenn wir eine Ausrüstung verlieren sollten, ist das nicht so tragisch. Gut. Wie immer, lasst mal eure Meinung da, wenn ihr Bock habt. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.